Robert Kowarik. Der Tod aus Ärztehand. Nach wahren Begebenheiten. Arztzimmer, 13.18 Uhr. Am nächsten Nachmittag kehrten die erschöpften Ärzte der Palax-Station in ihr Arztzimmer zurück. Sie kamen nacheinander so, wie sie sich aus dem OP nach dem anstrengenden Vormittag nach dem Diktieren der unumgänglichen Operationsprotokollen einzeln freimachen konnten. Dr. Pohl überraschte alle. Er selbst begann den Kaffee für die anderen zuzubereiten und nicht umgekehrt. Ich selbst kann nichts gegen den Chef sagen. Ich kann mich keinesfalls beklagen. Gestern waren wir sogar zusammen Forellen fischen. Das war was. Fantastisch. Aber, meine Damen und Herren, wie er sein Auto fährt, das würde ich keinem wünschen, es je zu erleben. Die Oberärztin Frau Dr. Werner strafte ihn, den Schleimer, mit ihrem Blick sofort. Jetzt wissen wir, wer von uns der Spitzel von Palak ist. Wir würden sehr gerne einiges hier nicht erleben, Kurt. In letzter Zeit sehe ich immer häufiger, wie aus dir ein widerlicher, zirkumanaler Eskamoteur wird. Ich hoffe, ihr habt wenigstens nichts gefangen. Dr. Pohl war vergnügt, wollte keinen Streit anfangen, und so hat er diese Beleidigung, die ihn zu einem Akrobaten am Chefspuh herabsetzte, geschluckt. Er lachte nur. Doch, wir haben einen richtigen Schnupfen gefangen. Sonst wirklich nichts. Ich konnte doch dem Alten nicht sagen, dass er es auf einem völlig unmöglichen Platz, mit einem völlig falschen Köder, und zu einer völlig falschen Zeit versucht. Und erst der Weg zurück. Stellt euch vor, wir kehren abends heim. Es wurde dunkel. Andere fahren schon mit Reflektoren. Er nicht. So fragte ich den Chef vorsichtig. Herr Palak, haben wir auch schon das Licht an? Und wisst ihr, was er mir geantwortet hat? Er sagte, was? Bin ich ein Dummkopf? Es ist ja erst 7 Uhr, da werde ich doch noch nicht das Licht verschwenden. Alle lachten. Da wir ohne Fisch nach Hause fuhren und hungrig waren, mussten wir uns schließlich mit einem gewöhnlichen Steak unterwegs in einem Imbiss zufrieden geben. Wenn wir schon bei Steak sind, so wird ein Steak nach meiner Art nie gewöhnlich. Erwachte die Kochmissionarin Helga. Scharfe Hitze, jede Seite jeweils für 1,5 Minuten braten und jeweils 4-mal wenden. Wenn es fertig ist, kommt ein Stück Butter, etwas klein geschnittener Knoblauch und, das ist der eigentliche Trick dabei, viel getrockneten Estragons darauf. Keinen frischen nehmen, der schmeckt nicht so kräftig. Das ist alles. Es ist köstlich. Bei den Gynäkologen gab es heute wieder eine tödliche Lungenembolie, nach einer Operation. Ließ Oberärztin Werner dieses Kochrezept kalt. Egal was Sie machen, eine Lungenembolie kommt immer wieder bei Ihnen vor. Mehrfach häufiger als bei uns. Der letzte Chefarzt der Gynäkologie ist deswegen schon geflogen. Meinst du den Propheten? Drehte sich Kurt Pohl zu ihr. Was für einen Propheten? Wunderte sich Helga. Man nannte ihn so. Der war berühmt, weil er mit seiner Prophezeiung des Geschlechts des Kindes, unmittelbar nach der Schwangerschaftsfeststellung immer recht hatte. Nicht einmal wurde ihm ein Irrtum nachgewiesen. Erklärte ihr die Oberärztin. Das geht doch nicht. Schüttelte Helga mit dem Kopf. War er ein Hellseher oder was? Klar, dass es nicht geht. Aber er bewies, dass er es immer konnte. Das hat sich in der Stadt herumgesprochen und deswegen kamen so viele Schwangeren zu ihm. Antwortete Erika. Sag bloß. Wie hat er das angestellt? Mischte sich Dr. Pohl neugierig in das Gespräch. Ja. Angestellt. Das ist das wahre Wort. Er hat sofort bei der Schwangerschaftsfeststellung eine Wette mit der Frau abgeschlossen, ob es ein Mädchen oder ein Junge sein wird. Er hat sich festgelegt und es zum späteren Beweis vor den Augen der Frau in ihrer Akte geschrieben. Das war mutig. Wunderte sich Helga. Und wie hat das funktioniert? Sein Trick bestand darin, dass die Frau ihm gegenüber etwas tiefer saß und nicht richtig lesen konnte, was er eigentlich geschrieben hat. Weil er immer das andere Geschlecht,
als er sagte, schriftlich eingetragen hat, verriet die Oberärztin das Geheimnis seiner Unbeirrbarkeit. Wieso? Konnte Helga immer noch nicht verstehen. Das ist doch klar. Wenn zum Beispiel ein Junge geboren wurde, wie er das damals prophezeite, hat er die Wette problemlos gewonnen. Wenn es aber ein Mädchen war, und die enttäuschte Frau sich bei ihm irgendwann beschwerte, konnte er ihr anhand seiner damaligen Eintragung beweisen, dass er damals eigentlich das Mädchen nannte und die Frau es nur falsch verstanden oder es vergessen oder sich geirrt hat, erklärte Erika. Das war gut. So hat er immer seine Wette gewonnen, schmunzelte Kurt Pohl anerkennend. Er hatte noch einen Trick. Wenn eine Patientin unheilbare Beschwerden hatte und keine seine Pille half. Welcher? Er hat einfach alle ihre Medikamente kurzerhand abgesetzt. Die seine, und die von den anderen Ärzten auch. Dann ging es ihr in der Regel sofort besser. Das kann ich mir gut vorstellen. An die Nebenwirkungen sollten wir oftmals denken. Wenigstens hier hat er vernünftig gehandelt. Jetzt aber ernst, drehte Erika das Blatt, wie so oft wieder mit bitterem Unterton. Man kann sich an die eigene Logik nicht mehr verlassen. Es wird da draußen verdreht, gelogen und betrogen. Das Gesetz misst mit zweierlei Maßstab. Auch wenn es sich um einen Tod handelt. Übertreibst du nicht, Helga? Du siehst alles nur schwarz, grinste Dr. Pohl. Ich kann euch folgende wahre Geschichte erzählen, setzte Erika fort. Ich habe sie aus der ersten Hand des Beschuldigten. Er ist mein Freund, ein Heilpraktiker in Süddeutschland. Du bist mit einem Heilpraktiker befreundet? Riss Kurt seine Augen abwertend auf. Ja. Warum nicht? Eines muss man den Heilpraktikern zugutehalten, sie scheren sich kaum um unsere Probleme mit der evidenzbasierten Medizin und machen das, was ihren Patienten zugute kommt. Sie bewahren damit die Tradition und das Erfahrungsgut in diesen Zeiten, wo es um das Verschwinden oder Überleben von alter Heilkunst geht. Durch ihren Verdienst bleibt der Menschheit ein großer Traditionsschatz erhalten, den man später vielleicht wissenschaftlich besser aufarbeiten kann. Verteidigte die Ärztin den Berufsstand der Heilpraktiker gegen die Ignoranz der hochnäsigen Ärzteschaft zu nicht schulmedizinischen, traditionellen Methoden. Vergiss nicht, dass zu den Heilpraktikern die Menschen mit einer völlig anderen Einstellung als zu uns gehen. Sie wissen von vornherein, dass sie die Behandlungen in der Regel aus der eigenen Tasche bezahlen müssen, während die Patienten von uns nur das wollen, was ihnen ihre Kasse bis auf den letzten Cent zurückzahlt. Nur wir haben es mit der wissenschaftlichen Anerkennung zur Kostenerstattung unseren Behandlungsmethoden mit den Kostenträgern ständig zu kämpfen. Den Heilpraktikern schluckt und bezahlt man alles, mahnte Kurt. Richtig, aber ich wollte euch eigentlich etwas völlig anderes erzählen, sagte Frau Werner. Es ist nämlich auch ein Skandal. Dann los, ermunterte sie Kurt. Also, dieser Freund von mir ist ein Neuraltherapeut. Er war zuerst ein Kellner, dann ein Meister in einer Fabrik, dann ein Versicherungsmakler, und schließlich hat er sich einen schnellen Doktortitel für Neuraltherapie aus der Schweiz nach 3 Jahren eines Fernstudiums geholt. Das wurde ihm hier in Deutschland natürlich nicht anerkannt. Und das war sein Glück, wie es sich später herausstellte, begann Erika zu erzählen. Die Neuraltherapeuten machen manchmal schrecklich heroische Taten. Ich habe einmal einen gesehen, wie er dem Patienten eine lange Injektionsnadel, 20 cm tief, in die Magengegend jagte, ohne wissen zu können, wohin eigentlich. Mir wurde schlecht, als ich mir all die Därme, Aorta und Hohlvene vorstellte, schüttelte Kurt mit dem Kopf. Genau das ging einmal bei ihm schief, nickte Erika. Eine seiner Patientinnen, der er auf diese verrückte Weise eine solche tiefe Spritze, mit Prokalen, irgendwo applizierte, starb diesmal plötzlich in den Armen ihres Mannes. Der wurde natürlich wütend. Es war ein klarer Fall eines Kunstfehlers. So wurde mein Freund angeklagt. Ihm drohte eine Strafe, Berufsverbot und Vernichtung seiner ganzen Existenz. Klar. Das war zu erwarten, nickte Kurt.
Ihm war es auch klar. Aber er war schlau. Er hat viel Geld genommen und sich den Staranwalt Böse genommen, erzählte Erika verbittert. Was kann hier bei einem so klaren Fall, wie es ein Tod nun einmal ist, ein Staranwalt helfen? Die Leute denken, wenn sie zu einem Rechtsverdreher gehen, dass er sie schon irgendwie retten würde. Aber auch er ist kein Gott und muss sich nur an die gültigen Gesetze halten, wunderte sich die gutmütige Frau Dr. Samans. Das glaubst du immer noch? Das Rechtsempfinden und Berufsethos der Rechtsanwälte haben wir vorher von einem, der direkt aus ihrer Reihe kam, doch völlig anders erfahren. Warte nur, Helga, wie die Geschichte weitergeht. Du wirst dich noch wundern. Ich kann dir gleich sagen, sein Geld war gut angelegt, und Böse hat ihn auf der ganzen Linie gerettet. Ich werde verrückt, sagte Dr. Pohl. Ich auch. Aber hört weiter. Es kam zum Gericht. Mein Freund landete nicht im Gefängnis. Er brauchte nur ein kleines Bußgeld zu bezahlen. Er bekam keinen Berufsverbot und darf also heute weiterarbeiten und sogar mit Billigung des Senats den nächsten Patienten fast straffrei töten, schmunzelte Erika mit einem bitteren Grinsen. Erika, du nimmst uns an den Arm. Das glaube ich dir nie und nimmer. Es war doch ein klarer Fall. Da kann nicht einmal ein korrumpierter oder beleidigter Richter ein falsches Urteil erlassen, wollte Kurt ihr immer noch nicht glauben. Das hatte er auch nicht. Das schuldbefreiende Gerichtsurteil war korrekt und völlig im Sinne des deutschen Gesetzes. Der Böse brauchte sich nicht viel anstrengen dabei. Er hat nur das Gericht auf die kleine Tatsache aufmerksam gemacht, dass mein Freund ein Heilpraktiker ist, dem sein Doktortitel mangels gleichwertiger Ausbildung in Deutschland aberkannt wurde, und dass er überhaupt keine anatomischen Kenntnisse hat, die ihm erlauben würden, eine sichere Oraltherapie zu machen, die er hauptberuflich ausübt, schmunzelte Erika weiter. Da hat ihm sein Anwalt doch das Genick gebrochen. Konnte keine juristische Hochleistung des Staranwalts die noch an gut und böse gläubige Helga erkennen. Weit verfehlt. Gerade das hat ihn und seine weitere berufliche Existenz als Heilpraktiker in Deutschland gerettet, spielte Erika ihren Trumpf aus. Ich werde verrückt. Wie konnte das gehen? Fragte Kurt. Böse erwähnte nämlich, dass der Beruf des Heilpraktikers in Deutschland erlaubt ist, obwohl es dem Gesetzgeber damals klar sein musste, dass die Heilpraktiker keine selbstständigen Prüfungen aus der Anatomie machen müssen und ihre Ausbildung weit unter den Anforderungen der medizinischen Fakultäten liegen. Daher sind sie auch nicht verpflichtet, ganz genau zu wissen, wohin sie eigentlich ihre Spritzen stechen. Nur der Arzt muss es wissen. Der Tod der Patientin war also nur ein unbeabsichtigter und bei der schlechten anatomischen Ausbildung des Heilpraktikers letztendlich nur ein unvermeidlicher Betriebsunfall, der auch in Zukunft bei seinem Berufsstand immer wieder vorkommen kann, und dass diese Situation vom Gesetzgeber billigend in Kauf genommen wurde, erklärte Erika die geniale Strategie des Staranwalts. Mit uns Ärzten würde man ganz anders umgehen, seufzte Frau Samans. Gnadenlos. Auch das sollten die Patienten bedenken, bevor sie zu einem Heilpraktiker mit gefährlichen Methoden gehen, sagte Kurt Pohl.